Wir befinden uns heute in der Porschestraße 98. Im Wolfsburger Forum ist heute anwesend Bastian Zimmermann von den Linken. Ihn möchte ich jetzt herzlich begrüßen. Hallo Bastian. Hallo. Ja, der Bastian Zimmermann möchte gerne hier Wolfsburg regieren bzw. Oberbürgermeister werden und Verantwortung übernehmen. Wir haben vorab besprochen, dass es einmal um seine Biografie geht und dass er sich nochmal als Person kurz vorstellt, was sein Charakter, seine Eigenschaften sind. Die Biografie teilt sich einmal auf in die über den persönlichen Lebensweg und auch den politischen Lebensweg. Dann wird der Bastian Zimmermann noch einmal was über seine Ziele formulieren und wie er sie umsetzen will, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und mit wem. Und dann haben wir noch den Punkt, den Weg dorthin. Alles Weitere wird sich im Gespräch ergeben. Natürlich kommt nochmal die Frage zum Motiv und dann kommt es nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Wenn sich daraus nochmal aus diesem Gespräch Fragen ergeben, dann werden wir hier nochmal gnadenlos hinterfragen, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben. Es geht ja letztendlich darum, den Bastian Zimmermann als Mensch mal kennenzulernen und nicht nur plakativ, sondern auch als Mensch. Und man kann ja nur dann jemanden wählen, wenn man ihn so in etwa kennt. So, lieber Bastian, wir fangen mit A an, mit der Biografiearbeit, die Station deines Lebens. Punkt A, Punkt B war ja einmal so das persönliche Lebensläufchen und C dann der politische Weg. Dann würde ich sagen, stell dich kurz einfach mal vor. Ja, es könnte auch etwas länger dauern, aber ich versuche es kurz zu fassen. Also ja, ich bin ganz am Anfang, fange ich an, 1984 wurde ich in Braunschweig geboren, Krankenhauszeller Straße. Das weiß ich noch sehr genau, also nicht sozusagen im Nachhinein aus der Erzählung meiner Mutter. Ich habe die ersten Jahre in Kindheitstagen auch in Braunschweig verbracht. Ich habe erst im östlichen Ringgebiet dort gelebt, also für die, die es kennen, so Prinzenpark, Stadtpark, die Gegend. Und dann, als meine Eltern sich getrennt haben, nach Breuzen gezogen. Das liegt auch noch in Braunschweig. Damals war Breuzen ein Dorf neben der Weststadt in Braunschweig. Dort haben wir 2 Jahre verbracht. In einem ziemlich großen Haus, also ich habe gesagt, aus Kindheitsperspektive war das ein Palast. Und dann hat sich meine Mutter sozusagen, und nicht sozusagen, sondern sie hat sich neu verliebt und ist dann nach Wolfsburg, also hat dann einen Mann kennengelernt, der in Wolfsburg gewohnt hat, der hatte auch schon Kinder. Und dann sind wir in eine kleine Wohnung nach Wolfsburg gezogen und der Mann, Jürgen, er heißt er mit Vornamen, er hat gegenüber gewohnt mit seinen Kindern. Dann waren wir eine Familie mit insgesamt 6 Kindern, also eine Patchwork-Familie. Und genau, das war zu der Zeit, wo ich in die 5. Klasse gekommen bin. Und da habe ich gewechselt an die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Dort habe ich allerdings, ja, gab es vieles, was dann sozusagen zur 8. 9. Klasse hin interessanter war als Schule. Habe dann erstmal nach der 9. Klasse meine Schule verlassen und habe dann auf dem 2. Bildungsweg quasi dann irgendwann den Realschulabschluss nachgeholt. Habe 2 Ausbildungen gemacht, einmal Kaufmann für Bürokommunikation und dann später habe ich gesagt, ich muss mein Hobby zum Beruf machen. Mein Hobby war damals Gestalten, also jetzt kein künstlerisches Gestalten, sondern quasi, also damals beim New Kinder- und Jugendverband, wo ich aktiv war, habe ich immer die Mitgliederzeitungen gestaltet und das fand ich halt super. Und dann habe ich nochmal eine Umschulung zum Mediengestalter gemacht und bin dann 2014 erst, war das genau, habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Kollegen und einer Firma gegründet und bin seitdem auch selbstständig. Zwischendurch habe ich aber auch bei Volkswagen Halle 54 mal gearbeitet, im Werk. Ein ganz wichtiger Eindruck für mich einfach, weil das ist zwar keine Kopfarbeit, aber ich habe wahnsinnigen Respekt in der Zeit bekommen vor Menschen, die da halt wirklich über Jahrzehnte lang hingehen und, sage ich mal, auch doch eine recht monotone Arbeit machen. Das ist halt schon auch etwas, wo man sagen muss, da muss man auch den Hut vorziehen, weil es nicht heißt, dass es unbedingt einfacher ist, nur weil es monoton ist. Also im Prinzip ist es sogar eine große Herausforderung, immer wieder das Gleiche. Also du bist im Fluss, hast jetzt deinen Weg gefunden, du bist mit Via Krass selbstständig, erfolgreich, ja.
und machst das nachhaltig und bis zum Schluss deines Lebens. Muss ich Der, ja mal gucken. ja, also auf jeden Fall fühlst du dich jetzt in dem Leben, so wo du dich befindest, sehr wohl und bist in einem guten Netzwerk auch wirtschaftlich verbunden und bist gesichert und besichert. Aber würde ich so sagen, ja. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben mehr Geld oder so zur Verfügung. Aber das ist jetzt nicht meine erste Ambition, sondern mir geht es ja eher darum, also das, was du gefragt hast, ist ja, ob es mir gut geht. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Gut, das zu Bastian Zimmermann persönlich. Mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht von dir Ich könnte noch wissen so viel oder ich. erzählen, aber dann dauert Ja, es zu lange. jetzt nochmal diese politische Laufbahn und vielleicht können wir das auch gleich kombinieren, das Motiv, dann können wir uns den Punkt dann danach auch einsparen. Vielleicht erzählst du uns einmal, warum du politisch aktiv geworden bist und warum du jetzt Oberbürgermeister werden willst. Mal in ganz kurz. Die Hälfte von dem, was du jetzt persönlich erzählt hast, so wirklich nur stichpunktartig, so wann du angefangen bist. Ich habe ja mitbekommen, dass du im Rat der Stadt bist und wie wohl du dich da fühlst und so. Da kann man vielleicht auch noch mal erzählen, was du dahingehend noch verbessern würdest und warum du jetzt Bürgermeister werden willst, überhaupt deine politische Laufbahn und das Motiv, was dahinter steckt. Oha, im Schnellverfahren. Okay, also ich war sehr früh bei den Falken Kinder- und Jugendverband, ein politischer Kinder- und Jugendverband. Dort habe ich Gruppenleitungen und so weiter gemacht, habe dort auch Verantwortung sehr relativ früh übernommen, war mit 16 Jahren Bezirksvorsitzender, habe im Landesjugendring mitgearbeitet, habe festgestellt auf jeden Fall in dieser Zeit, dass Kinderarmut zugenommen hat, und zwar nicht durch die CDU oder durch die SDP, sondern durch eine rot-grüne Bundesregierung. Wir haben in den Zeltlagern gemerkt, dass immer mehr Kinder also auch von Armut betroffen sind, also relative Armut in Deutschland. Und als Falkenbezirksvorsitzender hätte ich eigentlich beratenden Sitz im SPD-Bezirksvorstand gehabt, den habe ich aber abgelehnt und bin damals dann in die PDS eingetreten, was ja quasi einfach daran lag, dass ich das sozialpolitische Profil glaubwürdig fand und es auch wichtig fand, dass im Parlament eine Partei ist, die auch wirklich wieder, sage ich mal, ja, eine klassische Sozialpolitik auch verteidigt. Bin da dann geblieben. Also das Motiv hätte ich ganz gerne nochmal Okay. deutlicher. Also warst du dann mit der SPD unzufrieden, um da reinzugehen? Gab es irgendwie einen Knackpunkt, wo ihr gesagt hast, jetzt reicht's, den konventionellen Weg, so die Altparteien, den gehe ich nicht mehr, jetzt werde ich linker. Hat es da einen Auslöser gegeben? Ja, also das war tatsächlich die Agenda 2010 und die Harzreform, die halt unmittelbar, und das war ja die Auswertung, die wir auch im Landesjugendring gehabt haben, dass das zu mehr Kinderarmut geführt hat. Sicherlich auch mehr zu mehr Altersarmut, das will ich nicht verschweigen, aber ich war ja damals im Kinder- und Jugendverband, deswegen habe ich die Perspektive mehr mitbekommen. Und man hat halt gemerkt, dass die SPD einfach immer neoliberaler geworden ist. Das ist halt so, also sich immer mehr an den Mainstream angepasst hat. Und Was meinst du mit neoliberal? neoliberal ist, sage ich mal, dass sie sich quasi einem Zeitgeist untergeordnet haben, der quasi darauf quasi immer, also der quasi Profitmaximierung in den Vordergrund gestellt hat. Und ich sage es jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, aber und das Menschliche einfach zurückgedrängt. Alles wurde ökonomisiert. Plötzlich, also ich bin ja bin selber als kleiner Unternehmer ja auch nicht ganz fern davon, Dinge auch ökonomisch zu denken, aber es gibt halt bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Pflege, die Gesundheit und so, da sollte man eben nicht an einer Profitorientierung ansetzen, sondern sagen, wir müssen die Gesundheit Okay, im jetzt Vordergrund. ganz knapp kurz, du bist dann in die Linke rein und jetzt mal ganz im Schnellverfahren, wie ist jetzt so dein Aufstieg dann im Bereich, was bist du jetzt bei den Linken und sowas, ja? Welchen Titel trägst du dort und wie bist du in den Rat der Stadt gekommen? Ja, ich bin irgendwie immer so, dass ich immer in Verantwortung reingerutscht bin. Und ich war damals dann 2009 Kreisvorsitzender von der Linken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich mal das Zepter weitergeben. Und dann wurde ich Kreiskassierer, das bin ich bis heute, also der Schatzmeister in der Partei. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ja, für die Linke antrete bei der letzten Kommunalwahl. Ich gebe das mal ganz offen zu, die Linke war es da nicht gerade so gut aufgestellt. Wir haben aber ein ganz gutes Team hinbekommen. Wir haben Kennenlerntreffen und so weiter gemacht und haben da ein ganz gutes Team gemacht. Haben
Prinzip wieder in absoluten Stimmen ganz gutes Ergebnis erreicht. Damals sind aber mit der Familienpartei und der AfD sozusagen neue Parteien in den Rat gerutscht. Deswegen haben wir es dann prozentual nicht geschafft auf 2 Ratsmandate. Und jetzt war ich Fraktionsvorsitzender der Fraktion Linke und Piraten im Rat und habe dort sehr fleißig, würde ich behaupten, in 7 Ausschüssen mitgearbeitet, in Aufsichtsräten meistens eigentlich nur beratend, nicht mit Stimmrecht. Und war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung bis dahin und ja. Also auf jeden Fall haben sie sich dann nach oben getragen und du bist da freiwillig dann mitgegangen, so. Ja, getragen, also sagen wir mal so, es war, ich war auf der Liste der Linken der Zweite, der reingekommen wäre, aber als erstes ist Antonia Briel reingekommen. Ja. Die musste dann aber aus beruflichen Gründen ins Ausland und damit ihr Ratsmandat abgeben und dann bin ich nachgerutscht. Und ich würde aber schon sagen, ich habe mir das natürlich auch erarbeitet, weil ich schon fleißig, also es gibt eigentlich keine Fraktion, die wirklich so viel an den Ausschüssen teilgenommen hat. Sehr gut. Und auch so fleißig. Ich will ganz kurz noch, die Umweltverbände zum Beispiel haben gesagt, es ist gut, dass der Bastian Zimmermann im Rat ist, weil der scheut sich nicht davor, die Themen immer wieder zu wiederholen, auch wenn es die anderen nervt. Aber dadurch provoziert man natürlich auch wichtige Diskurse. Was ich habe gelesen und gehört, dass du auch Beisitzer im Aufsichtsrat der Neuland bist. Wie bist du da hingekommen und welche Aufgaben hast du da? Ja, Aufgaben ist eigentlich nur kontrollieren. Ich habe aber kein Stimmrecht. Also ich habe im Grunde nichts zu sagen im Aufsichtsrat, außer halt Dinge zu hinterfragen. Es ist so, dass jede Ratsfraktion in den Aufsichtsräten jemanden entsendet. Das gilt nicht für alle Aufsichtsräte, also Stadtwerke zum Beispiel ist davon noch ausgenommen. Und ja, diese Sitzungen finden halt statt. Man kriegt dort quasi die Vorhaben der Neuland präsentiert. Im Prinzip müssen sie freigegeben werden vom Aufsichtsrat. Ich kann aber nicht, also ich darf mein Händchen nicht heben, ich darf immer nur kritisch hinterfragen. Konkret möchte ich da an der Stelle mal eine Frage stellen. Ja. Du kennst den Stadtteil Dittenrode? Ja. Du weißt, dass da mal ein schönes Stufenhochhaus gestanden ist. Ja. Und du kennst den Goethepark. Ja. Das sind ja beides Teile der Neuland. Kannst du uns hier an der Stelle als Politiker mal kurz sagen, wie das dazu gekommen ist, dass das eine Haus abgerissen worden ist und jetzt Bauhausqualität wiederhergestellt ist? Und warum man den Goethepark weggenommen hat und dort Häuser. Geht es jetzt um die Verdichtung der Stadt und sowas? Und geht es darum, Baudenkmäler oder Kulturen hier aus Wolfsburg herauszunehmen? Weil hier Stadtkerngebiet ist ja Peter Koller, ist ja gesamtheitlich geplant, wäre ja für mich auch schon so in sich ein Denkmalschutz. Und auch das Stufenhochhaus, weiß ich ja nicht, ob das schon Denkmalschutz gewesen ist oder kurz davor stand, auf jeden Fall. Bin ich sehr traurig, was jetzt mein persönliches Interesse, warum diese beiden, ja, der Park und hier das schöne Haus nicht mehr vorhanden ist. Also ich kann an der Stelle nur wiedergeben, was ich weiß und was ich zusagen muss, was ich natürlich auch öffentlich sagen darf, weil man ist immer dazu verpflichtet, als Aufsichtsrat, auch der Geheimhaltung, außer es darf halt öffentlich sein. Ich habe schon einmal einen Rüffel bekommen dafür, dass ich über ein Thema gehe, das war keine Absicht, aber sozusagen angesprochen habe. Ich hatte gedacht, das war schon öffentlich, war es aber wohl noch nicht. Aber gut, anderes Thema. Ich weiß nur vom Stufenhochhaus, das, was auch öffentlich so gesagt wurde, dass das eben marode war und halt neu gebaut werden musste. Ich glaube, es hat viele Menschen in Detmarode sehr traurig gemacht, weil es auch sowas wie ein Wahrzeichen gewesen ist. Und da steht man dann irgendwann vor der Entscheidung, ja gut, wie ist die Qualität für die Bewohnerinnen und Bewohner, lässt sich da drin noch gut leben und dann kommt irgendwann so ein Abwägungsprozess, also lohnt es sich mehr, das Ding zu sanieren oder... Ich habe nur hinterfragt, weil ne, Eichendorffstraße 60 ja. Jahre und älter, alle Gebäude sind teilweise älter als das, was in Dettenrode ist, ja auch ein relativ junger Stadtteil. Der jüngste ist ja Westhagen, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Und der Goethepark ist ja eben halt zusammenhängend geplant und sowas, ja, wo ich mich dann als Bürger und deswegen an dieser Stelle, was hältst du von Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung?
Regierung und sowas und gerade auch so einer Basisdemokratie, gerade in solchen Fällen, ja, es ist eben so manchmal einfacher und günstiger abzureißen, ja, und klar schmeißt man heute den Fernseher auf den Haufen, weil er gar nicht mehr zu reparieren ist, das leuchtet mir auch letztendlich alles ein, solange man irgendetwas recycelt. Bei mir ist eben halt der Gedanke, auch beim Goethepark, dass eben halt 55 plus morgen die Hälfte in der Gesellschaft ist und die können halt nicht mehr so fliegen, jetzt auch durch Corona sollen wir ja auch nicht mehr so diesen Fingerabdruck hier, CO2 etc. Ja, und gerade wenn jemand am Rollator ist, kann er eben nicht in Hasselbach und da irgendwo rumturnen und am kleinen Schillerteich irgendwo sich vergnügt, sondern wenn er da in der Goethestraße, wenn er da in der Saarstraße, wenn er da in den Bezug zum Woltberg hat, dann geht er da am Hohenstein spazieren, dann geht er da im Goethepark spazieren. Und diese Grundlage ist ja letztendlich nicht mehr gegeben. Und so wie ich als Bürger auch festgestellt habe oder sowas, sind im Dachgeschoss teilweise Wohnungen, die da leer stehen und sowas nicht mehr genutzt wird. Das ist dann eben halt konträr, als wenn jemand sagt, hier fehlen Wohnungen. Ja, also ich sag mal, du hast ja jetzt mehrere Punkte. Einmal den Punkt Nachhaltigkeit, den Punkt Naherholung möchte ich es mal vielleicht nennen, angesprochen. Nutzbarkeit für Menschen, sich wohl zu erholen oder sich kommunikativ auszutauschen vor Ort. Vielleicht auch, wenn das jetzt ein bisschen am Thema vorbei ist, aber mal zu dem Beispiel des Fernsehens will ich ganz kurz was sagen. Man hat mal herausgefunden, dass im Fernsehen für 1 Cent ein günstigeres Teil eingebaut würde. Wenn man das 1 Cent sozusagen den Fernseher teurer machen würde, dann wäre der Fernseher langlebiger. Aber das ist ja nicht gewollt, sozusagen, dass er langlebiger ist, weil wir ja konsumieren oder kaufen sollen. So, aber gut, und das ist vielleicht auch zu der Frage Neoliberalismus. Was ist Neoliberalismus? Ja, das ist das dann im Kleinen. Und das Thema Nachverdichtung, also für die, die das nicht wissen, es gibt halt eine Diskussion in der Politik, braucht es Wohnungen grundsätzlich in Wolfsburg, mehr Wohnungen? Da gehen die Meinungen auch auseinander. Also ich bin schon jemand, der sagt, wir brauchen mehr Wohnungen, aber ich bin jemand, der sagt, wir brauchen mehr Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, weil wir haben eine Leerstandsquote von 0,7% und 2,0% ist eine Quote, die gesund ist, sodass sie auch Druck vom privaten Wohnungsmarkt nehmen kann. Und wir haben jetzt aber zum Beispiel die Steinker Gärten und wenn man da durchgeht, das berichten ja auch so viele, wird man feststellen, dass viele Wohnungen gar nicht vermietet sind. Die VW Immobilien macht intensive Vermarktungskampagnen, konnte man im Radio und konnte man im Internet sehen und so weiter, kriegen die Wohnungen nicht los. Wir hatten damals im Wahlkampf gesagt, die Wohnungen sind einfach zu teuer. Weil wenn man sich solche Wohnungen leisten kann, überlegt man sich vielleicht auch gleich, ob man sich irgendwo ein Häusle baut, um Nachhaltigkeit für sich und seine Kinder, also auch was zum Vererben zu haben und so weiter. Geprügelt wurde auf uns. Wir mussten bei der Geschäftsführung der VWI anrücken und ich habe sozusagen damals erfahren, dass sie auch versucht haben, juristisch gegen uns vorzugehen, weil wir das Thema in einem Plakat thematisiert haben. Das hat auf jeden Fall haben wir am Steinker Gärten Recht behalten. VW Immobilien hat dann Antrag gestellt, das mussten wir im Rat auch beschließen, dass die Wohnungen zerlegt werden mussten. Aus 120 Quadratmeter mussten 60 Quadratmeter Wohnungen gemacht werden, damit man sie überhaupt vermietet bekommt. Und da fängt ja auch schon die Frage an mit Nachverdichtung. Wohnungen zerlegen wäre ja auch eine Form von Nachverdichtung, weil der Raumbedarf des Einzelnen immer größer wird an Wohnungen. Jetzt ist natürlich die Frage, darauf wolltest du noch, müssen Parks vernichtet werden, damit Wohnungen gebaut werden können. Da gibt es verschiedene Ansätze. Also es gibt halt Leute, die sagen, wir müssen auf die Wohnungen nach oben was drauf. Jetzt komme ich auf meinen Lieblingspunkt der Beteiligung, der Bürgerbeteiligung, Mitbestimmung. Mein Gedanke war schon mal so legislative, exekutive, judikative Bürgerinitiative und nicht, dass die Zeitung oder die Presse irgendwo die vierte Macht im Staate ist. Wobei ich denke, dass wir alle gefragt sind und eine Bürgerinitiative ist jetzt nicht nur Atomkraft, nein, danke, für irgendeinen speziellen Einfall, sondern es geht generell, wo darf die Basis stehen und ist eine Demokratie möglich? Ich glaube, es gab mal hier in Deutschland einen Willy Brandt, der gesagt hat, wir müssten mal mehr Demokratie wagen. Und im Prinzip, wenn ich das jetzt so gefühlt sagen darf, bin ja nicht real mit dabei, dass ich es auch objektiv beurteilen kann, ist die Demokratie geschrumpft. Und jetzt auch gerade bei Corona, bei anderen Sachen, die sich auch so
bemerkbar macht, wenn eine Wirtschaft ein Geldsystem am Ende ist und sowas, ja, oder auch eben durch die Globalisierung sich selbst etwas anders dargestellt und auch CO2 etc. Es ist eine komplette Umstrukturierung in dieser Welt. Es werden sehr viele Arbeitsplätze wegfallen und sowas, ja. Punkt 1. Was hältst du von Mitbestimmung? Wie würdest du es sehen? Wie sollten sich Menschen beteiligen? Soll das von der Verwaltung und von der Politik vorgegeben werden? Und was hältst du von Mitbestimmung in einer Form und sowas, wo es dann individuell auch mit abgestimmt wird? Ich gebe jetzt mal so Vorsatz, dass man sagt, hier Grand Prix, das ist eben 50% die sogenannten Experten, das Unwort des Jahres, und dann eben halt 50 normale Menschen und sowas und sagen, mir gefällt diese Musik oder die Stadt so und so. Es betrifft ja uns, weil wir hier letztendlich wohnen. Und gibt es ein neues Demokratieverständnis auch bei dir? Und der dritte Gedanke, wie würdest du das letztendlich umsetzen wollen und persönlich auch jetzt mal ohne Politik, wie siehst du das als Mensch? Gut, also ich würde das als Mensch kann ich beantworten. Ich muss aber auch noch ein Gegenbeispiel vielleicht bringen oder ein aktuelles Beispiel, wenn ich darf, ist das in Ordnung? Also momentan ist ja Mitbestimmung eher eine Mitsprache sozusagen. Das ist ja auch extra so getextet worden von der Stadt, dass man eben von Mitsprache spricht. Das heißt, die Leute dürfen mitreden, aber in der Umsetzung sind sie nicht beteiligt. Also beziehungsweise, sie können nicht wirklich darüber abstimmen. Und also im Entscheidungsprozess. Am Entscheidungsprozess, genau, sind sie nicht beteiligt. Und das halte ich schon für ein Problem, weil das in der Realität auch zu ganz viel Frustration führt. Weil man muss eigentlich wissen, Mensch funktioniert eigentlich immer so. Das habe ich ja auch schon in der Kinder- und Jugendverbandsarbeit gelernt, wenn du nicht irgendwann Erfolge hast. Also du kannst auch Niederlagen haben, das gehört dazu, aber du musst irgendwann auch Erfolge haben auf deinem Weg, damit du dann auch motiviert bist, weiterzumachen. Ein aktuelles Beispiel gibt es den Sanierungsbeirat der Höfe. Mein Kumpel ist da sozusagen mit gewählt worden von der Anwohnerschaft rein. Die haben super viele Vorschläge gemacht, also wirklich mit Zeichnungen, und da sollen Kinderspielplätze hin, da sollen Orte, wo sich dann Menschen hinsetzen können auf den Höfen mit Sonnenüberdachung, egal, also ganz viele Vorschläge gemacht. In mehreren Wochen in Sitzungen, und dann wurde irgendwann gesagt, nee, das Geld wird jetzt für was anderes ausgegeben, nämlich nur für Fenster, die ausgetauscht werden müssen. Das ist natürlich ein Riesenfrust, der da entsteht, und man fragt sich dann, warum, wenn man... Bastian, die Aufnahmezeit ist schon so ganz kurz, ich glaube, ich schaffe das auch so nicht mehr in der Aufnahme. Ja. Ich müsste nur noch ganz kurz sagen, zur Mitbestimmung. Es kann jetzt gleich zu Ende sein, sag bitte deinen letzten Satz. Ich würde sagen, dass man den Bürgerhaushalt auf jeden Fall einführen sollte, wo Menschen dann auch selber im Stadtteil darüber bestimmen können, was...